Ich glaube, jeder Film ist ein guter Film, wenn der Typ am Ende sagt, ich konnte drauf abschlussen und könnte so gerne noch ein zweites Mal drauf und drauf. Ja. 90-95%, vielleicht sogar mehr von den Frauen, brauchen klitorale Stimulation für einen Orgasmus. Hey, wenn du jetzt einfach einen Zentimeter nach links gehst und einfach dort bleibst schon 5 Minuten, boom, dann haben wir es. Funky Cool Vagina. Du hast gerade eine Reportage gemacht zu Masturbationssucht bei Männern. Und viele von euch haben sich gewünscht, dass wir auch die weibliche Seite anschauen. Und ich mir auch. Mehrere Sexologinnen haben uns aber bestätigt, dass nicht Masturbationssucht ein Problem ist bei den Frauen, sondern viel eher, dass Sexualität bei Frauen eh ein riesengroßes Tabu ist. Und darum schauen wir das jetzt genauer an. Und ich möchte herausfinden, was braucht es, damit die Frau im Bett die gleiche Lust erleben wie der Mann. Fundamental Rights. Und darüber aus kein Kompromiss bei meiner Klitoris. My Pleasure Festival, was habt ihr euch überlegt, als ihr gefunden habt, hey, so eins braucht so ein Festival, das wir zusammenkommen? Wir finden es so schade, dass so viele Frauen vor allem irgendwie Unsicherheiten haben, wenn es um das Thema Körper und Sexualität geht. Wie viele halt auch unter diesen Fehlinformationen leiden, die im Moment noch gesellschaftlich rum sind. Dass gewisse gesellschaftliche Bilder noch sehr gross sind, wo, muss man sagen, besonders Frauen hemmen, zum Teil überhaupt sich sexuell kennenzulernen. Du bist nicht im Disco. Es ist voll okay, über alles zu reden. Meine Neugier und meine komischen Interessen sind völlig okay. Und das ist so, ich würde mega, also wenn unsere TeilnehmerInnen mit einem Stück von dem Gefühl da rauskommen können, dann finde ich unsere Arbeit gemacht. Pussy, Pussy, Pussy hat dich rausgebracht. Pussy, 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 Pussy pusht im Takt. Wir haben jetzt beide gerade wohl was bastelt und zeichnet. Wie kann denn so etwas helfen? Einerseits ist es extrem ungewohnt. Also einfach auch die Aufforderung, im Aufklärungsunterricht hat man vielleicht einmal so Bilder angeschaut und beschriftet. Man geht ab und zu mal zum Gynäkolog, lässt sich anschauen, steht auf und geht. Aber mal so hinsitzen und dann mal ja, tiefgehend ein bisschen in die Materie gehen, macht man im Schnitt nicht. Was ich sehr spannend fand im Vortrag, ist, dass anscheinend das Interesse und der Genuss am Sex bei beiden Geschlechtern gleich ist. Trotzdem ist es anscheinend so, dass 90% der Männer bei heterosexuellen Partnerschaften Sex immer einen Orgasmus erleben, aber nur 40% der Frauen. Und das erstaunt mich zwar nicht, aber ich finde es recht krass. Also beim heterosexuellen Partnersex, aus der Sicht des Mannes, bei der Penetration ist die Vagina, also der Eingang bis zum Gebärmutter, genauso ausgelegt. Also es ist physiologisch perfekt, um einen Mann zum Orgasmus zu bringen. Das hat evolutionsbiologische Gründe. Umgekehrt ist der Penis von Mann weniger dazu geeignet, eine Frau direkt zum Orgasmus zu bringen. Weil 90-95%, vielleicht sogar mehr von den Frauen, brauchen klitorale Stimulation für einen Orgasmus. Das heisst, wenn der Partnerschaftssex sich zum Beispiel an den Normen der Pornos orientiert und der Sex sehr um Penetration drüllt und das das Hauptteil ist und sagen wir, das Vorspiel und die anderen schönen Sachen zu kurz kommen, ist die Chance sehr gross, dass Frauen dabei keinen Orgasmus haben. Ein grosses Umdenken muss stattfinden bezüglich, was für Pornos konsumiert werden. Ich will da überhaupt nicht verteufeln. Das bin ich überhaupt nicht wert, um zu sagen. Aber es ist leider ein Fakt, dass sich die junge Generation an den Pornos orientiert. Sagen wir, das imitiert, was in den Pornos gemacht wird. Und dass gerade in 90-95% der Pornos zum Beispiel die Klitoris von der Frau nicht berührt wird. Und dass viele sich so fest an dem orientieren, dass sie überhaupt nicht mehr die Neugier haben, vielleicht selber zu schauen oder sich falsch vorkommen. Oder es ist auch extrem verbreitet, dass sie sich das Gefühl haben, sie bringen den Mann in Verlegenheit, wenn sie sich selber an den Klitoris anlangen. Und gleichzeitig leiden die jungen Männer extrem viel selber unter den pornografischen Idealen. Ich rede viel von Frauen mit Vulvas, aber ich weiss, es ist nicht immer so. Nicht alle Frauen haben Vulvas und nicht alle, die Vulvas haben, identifizieren sich als Frauen. So. Cooler Einblick ins My Pleasure Festival und spannend können mit verschiedenen Leuten darüber zu schwätzen.
Was ich vor allem interessant fand, ist, dass die meisten die Pornografie nennen als zentrales Problem für die weibliche Sexualität, respektive eben, dass die offen gelebt werden dürfen. Nach dem My Pleasure Festival habe ich jetzt noch eine Instagram-Story veröffentlicht. Und zwar wollte ich von euch wissen, ob ihr eigentlich immer zum Orgasmus kommt. 64% der Männer haben gesagt, ja, sie kommen immer zum Orgasmus bei partnerschaftlichem Sex. Aber nur 21% der Frauen kommen immer zum Orgasmus. Wenn ihr die Frage also richtig beantwortet habt und wirklich nur Männer und Frauen geantwortet habt, dann würde das bedeuten, dass es eine relativ grosse Orgasmuslücke gibt. Und ich habe euch dann noch gefragt, wie ihr das Gefühl habt, dass uns Pornos prägen. Viele haben gesagt, hey, ich brauche es im Fall vor allem zur Selbstbefriedigung und zum Fantasieanregen. Aber apropos Fantasieanregen, haben auch einige gesagt, hey, es sind unrealistische Fantasien und die Erwartungen an Partnerinnen oder an Partner sind dann wie ein bisschen komisch und entsprechen nicht der Realität. Und jetzt wollte ich noch mit einem Pornoproduzenten reden, extra mit einem Mann, weil das ist die Realität der Branche. Und ich habe einen gefunden in Deutschland, in Berlin, weil in der Schweiz gibt es anscheinend keine Pornoproduzenten mehr. Hallo? Guten Morgen. Hallo. Soll ich dich eigentlich Jason nennen? Jerome habe ich auch mal gelesen. Wie möchtest du, dass ich dich nenne? Nee, Jason. Was würdest du sagen, wie die Pornografie unsere Sexualität prägt? Also die Pornografie sollte unsere Sexualität nicht zu sehr prägen, ja? Weil also Pornografie ist zwar die Visualisierung dessen, was in der Realität abgeht, das muss man schon so sagen, wie es ist, aber es ist natürlich auch dann wieder auch zum Teil Kunst, ja? Wir packen natürlich auch immer wieder mal was oben rauf, ja? Und es wird auch übertrieben, ja? Und es wird vielleicht auch ja, extremer. Es gibt immer, in dem Segment gibt es immer extremer. Ja. Ich glaube, jeder Film ist ein guter Film, wenn der Typ am Ende sagt, ich konnte drauf abschlüssen und könnte so gerne noch ein zweites Mal drauf runterhauen. Ja. Also es finde ich spannend, dass du sagst, dass der Typ drauf abspritzen kann, so wie du das gerade gesagt hast. Also geht es da eigentlich immer um ein männlich geprägtes Film? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist eine echt maskuline Aussage. Aber das ist ganz einfach, weil die Kunden kaufen zu 98% männlich. Ja? Wenn wir hätten mehr Nachfrage von Frauen und auch Frauen, die Geld ausgeben, also Geld wirklich ausgeben, bewusst aktiv ausgeben für dieses Produkt Pornografie. Meinst du nicht, das hat auch damit, also mit dem Frauenbild zu tun, das halt geprägt wird mit dem Mainstream-Porn? Also Sexualität der Frau gar nicht richtig dargestellt wird, dass auch die Klitoris der Frau nicht mega Thema ist in Pornos, dass es wie nur um die Penetration geht, etc. etc. Meinst du nicht, das hat auch damit zu tun? Also das ist im Prinzip genau das Problem, was wir haben bei dem Amateurporno. Dass die Frau eben nicht nur ein reines Sexobjekt ist, das ist eigentlich gegen die Wand gefahren worden durch die Amateurclips. Weil in dem Amateurclip musst du im Prinzip auf den Punkt kommen und das relativ schnell, damit dein Clip nicht zu lang wird. Denn wenn dein Clip zu lang wird, dann wird er zu teuer. Wenn er zu teuer wird, das ist wie wenn du in den Supermarkt gehst für 7,99 oder für 8,49 entscheiden, ja, dann verkauft er sich nicht. Ja. Sehr selten bis fast nie darum, dass die Frau zum Orgasmus kommt. Und da ist ja ein ganz klares Ungleichgewicht da. Und das prägt ja auch das Bild, wie wir ja vorhin darüber gesprochen haben. Naja, wir haben da wirklich eine besondere Schwierigkeit. Also ich muss das jetzt mal so durchsagen, wie das ist. Was ist die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit ist die, dass technisch gesehen Männer fast immer kommen können. Das ist richtig. Ja, das haben, glaube ich, alle schon gelernt. Männer können fast immer kommen. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass Frauen sie brauchen eben mehr, um zu kommen. Ja. Aber dann sagst du, es ist eigentlich zu anstrengend oder es ist zu viel Aufwand, sich um die Sexualität der Frau zu kümmern im Porno? Bei Frauen muss man mehr tun, das ist richtig. Und wenn wir mehr Zeit hätten und auch vielleicht mehr Ressourcen an Geld und Budget, dann könnten wir das vielleicht rauskitzen. Aber das ist eben ein echter Orgasmus. Du musst halt schon, es gibt so ein paar, ich sage immer, wie es ist, es gibt so ein paar Typen, die können auf die richtigen Knöpfe drücken. Die wissen, wie das geht, relativ gesehen. Die verstehen das, was passiert in dem Augenblick und die können das erahnen, was sie tun müssen, um den nächsten Step zu gehen. Da habe ich jetzt noch mal eine Frage. Also wenn wir sagen, Pornografie prägt unsere Sexualität und das wird mega viel konsumiert, Mainstream-Porn. Und man kümmert sich aber nicht darum,
wie die Frau das erleben kann. Sondern es ist ein bisschen zu anstrengend, ein bisschen zu viel Aufwand, sich darum zu kümmern. Es ist eine Misere. Es ist eine Misere. Es ist wirklich eine Misere. Frauen erheben dort auch zu wenig ihre Stimme. Ja? Also müssten auch mehr auf den Tisch schauen, auch bei ihren Männern und müssten, also ja, wir würden mehr machen wollen für die Frau, wirklich. Wir würden es ja tun wollen, aber wir brauchen auch letzten Endes euch und die Kunden da draußen und auch die Customers und Viewer, die das immer wieder hoch, Daumen hoch und auch Trinkgeld vielleicht geben, den Clip kaufen und wir letzten Endes sehen, dass wir mit, wenn wir das zeigen, dass sich der Aufwand natürlich auch lohnt. Wir wollen das ja tun. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ciao, Jason. Tschüss. Ich bin recht erschlagen, ehrlich gesagt. Was mich schockiert hat, ist, dass er gesagt hat, es ist eigentlich einfach zu viel Aufwand, sich um die Lust und die Sexualität der Frau zu kümmern. Also die Frau zum Orgasmus zu bringen, das geht einfach zu lang. Und das finde ich absurd. Wir haben uns so viel zurückgeschrieben auf die Story, die wir veröffentlicht haben, zum Beispiel auch zur Gleichberechtigung beim Sex. Ich lese jetzt mal ein paar Antworten vor, die so ein bisschen repräsentativ sind für das. Jemand schreibt, Männer wollen es auch der Frau recht machen und trotzdem ist dann das Ziel irgendwie immer der Orgasmus vom Mann. Jemand anders schreibt, viele Frauen machen Sachen, wo sie denken, dass es so von ihnen erwartet wird. Und jemand anders sagt irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ein männlicher Orgasmus ein Muss ist beim Geschlechtsverkehr. Ich treffe jetzt noch Sarah. Sie betreibt einen queer-feministischen Sexshop und verkauft unter anderem Sextoys. Und mit ihr möchte ich jetzt noch mal über das Interview mit dem Pornoproduzenten schwätzen und über eure Antworten. Wie gesagt, wir haben eine Story veröffentlicht auf SRFios, danke vielmals. Yeah. Und haben mega viele Rückmeldungen gekriegt. Okay. Also das mit dem Orgasmus-Gap, das ist eigentlich etwa so, wie ich gedacht habe. Yeah. Dass bei den Frauen irgendwie etwa, was sind es, ich glaube nur 21% gesagt haben, dass sie immer zum Orgasmus kommen bei partnerschaftlichem Sex. Ich habe erst gerade ein Interview geführt mit einem Pornoproduzenten aus Deutschland. Du musst halt schon, es gibt so ein paar, ich sage immer, wie es ist, es gibt so ein paar Typen, die können auf die richtigen Knöpfe drücken, die wissen, wie das geht, relativ gesehen, die verstehen das, was passiert. Ja, das ist jetzt. Was ich halt so spannend finde, ist, dass halt seine Kundschaft ist hauptsächlich männlich. Und dass er halt sagt, dass man mehr Ressourcen und Geld braucht, um eine Frau zum Orgasmus zu bringen, finde ich einfach absurd. Weil, nein, es braucht nicht mehr Geld und nicht mehr Ressourcen und nicht mehr Zeit. Es braucht einfach ein bisschen mehr Fokus. Eine Frau kann genauso schnell zum Orgasmus kommen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und das heisst nicht unbedingt, dass die andere Person die Mühe muss geben. Es liegt auch oft bei der Frau selber oder bei der Schauspielerin, Schauspieler selber zu sagen, so, das sind die Sachen, die mich zum Orgasmus bringen. Es ist mir wichtig, dass das auch reinkommt. Und vielleicht sieht es halt eben nicht so krass schön aus wie ein Abspritz-Cumshot am Schluss. Aber ich finde, es wäre so wichtig, das mit einzubeziehen, weil so viel mehr Ressourcen und Geld kann das einfach nicht brauchen. Was man vielleicht gleich auch noch die Frage stellen kann, was muss sich denn einfach generell ändern, damit so die Lust der Frau mehr Platz kriegt oder eben auch, damit Frauen mehr dürfen? Was sehr wichtig ist, wenn wir über Sexualität generell reden und vor allem auch die weibliche Lust, wir müssen bei der Sexualpädagogik beim Aufklärung anfangen. Viele Frauen wissen ihre eigene Anatomie eigentlich nicht. Ich meine, sie schauen sich ihr Geschlechtsteil sozusagen oder ihre Vulva nicht im Spiegel an. Haben das vielleicht noch nie richtig angeschaut. Und dann ist für mich wie klar, dass da noch mega viel Scham damit verbunden ist. Es kommen auch immer wieder so Messages, dass halt man stinkt oder man sollte so aussehen oder man sollte kein Schamhaar haben. Schamhaar. Man sollte kein Intimhaar haben. Man sollte so und so aussehen, dieser Farbe, ganz pink und fein und kein Haarli und es muss wie Rosen schmecken. Und das ist einfach nicht die Realität. Und das ist okay, weil die Vulva und die Vagina sind mega schön, so wie sie sind. Und sie sind wunderbare Organe, die mega viel leisten können. Und wenn wir das vielleicht ein bisschen in den Vordergrund stellen, so, hey, der weibliche Körper ist grandios. Was der Körper alles machen kann, das ist unglaublich. Und das finde ich so cool. Und wenn man dann wie ein bisschen mehr Freude hat am eigenen Körper, dann wäre es vielleicht auch einfacher, darüber zu reden, was man für Bedürfnisse hat am eigenen Körper. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo es oft scheitert. Dass viele Frauen nicht wissen, wie kommuniziere ich, was ich gerne habe,
Wie sage ich wirklich, hey, wenn du jetzt einfach einen Zentimeter nach links gehst und einfach dort bleibst für 5 Minuten, boom, dann haben wir es. Und dann gibt es aber auch noch den Aspekt vom allgemeinen Wissensstand, oder, wo du bist, also Forschung. Und dort haben wir wie auch erfahren, dass zum Beispiel auf Folien von einer Medizinvorlesung wie jetzt ein Klitoris falsch oder gar nicht dargestellt wird oder so. Inwiefern hast du das Gefühl, dass das jetzt einen Einfluss nimmt? Absolut. Ich meine, das Klitoris ist ein super Beispiel. Das ist das Organ, das nur dazu dient, Lust zu empfinden. Und wenn das schon so ist, dann müsste man das eigentlich nochmal anschauen und sagen, wieso unterrichten wir generell Sex als etwas, das nur zu der Fortpflanzung dient und nicht etwas, eigentlich, das zur Lust dient und zur Intimität und Verbindung zwischen Menschen. Weil das ist hauptsächlich der Punkt und der Grund, wieso wir miteinander Sex haben. Ganz ehrlich, ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg, was die Lust der Frau anbelangt und dass wir das auch wirklich dafür ausleben, genau gleich wie die Männer. Das habt ihr auch bestätigt in unserer Umfrage. Dort haben wir nämlich gefragt, sind Frauen gleichberechtigt bei partnerschaftlichem Sex? Und 61% haben gefunden, ja voll. Ich finde aber, es müssen sich noch verschiedenste Sachen ändern, zum Beispiel die Pornoindustrie. Aus meiner Sicht kann es nicht sein, dass es zu anstrengend ist, sich um die Lust der Frau zu kümmern. Und das geht eher uns selber an, wir müssen mehr herausfinden, was wir wollen und lernen, das gut zu kommunizieren. Wenn du noch mehr so Videos möchtest sehen, dann abonniere das SRF Virus auf diesem Kanal.